Serena ist schwanger. Hochschwanger sogar. Bedeutet das, sie ist keine Gefahr mehr für unsere Familie? Ich kann es schwer einschätzen. Aber in Wahrheit ist das auch egal. Ich habe bisher noch keine Beweise gegen sie gefunden. Ich gebe auf. Zumindest fürs Erste. Wir haben Donnerstag, es ist 2 Uhr morgens und Oliver ist gerade erst nach Hause gekommen. Er hat die vergangenen Stunden damit verbracht, Serena und ihren Ehemann zu beschatten und davon muss er nun seiner Frau natürlich erzählen. Er erzählt, dass Serena wieder verlobt ist und dass sie schwanger mit ihrem ersten Kind ist. Snow freut sich trotz allem natürlich für ihre Schwester, denn sie möchte ja auch nur, dass Serena glücklich ist. Und gleichzeitig haben Oliver und sie nun Hoffnung. Wird sich Serena durch ihre neue Familie verbessern? Hat sie die Eifersucht gegenüber Snow endlich überwunden? Was meint ihr? Und nachdem Oliver seiner Frau alles erzählt hat, was es eben zu berichten gibt, wird es aber Zeit fürs Bett. Denn wie gesagt, es ist schon 2 Uhr früh und morgen ist wieder ein aufregender Tag. Und pünktlich um 6 Uhr morgens ist der kleine Noah schon aufgewacht und macht eben das, was kleine Kinder gerne machen. Er weckt weinend seine Mama auf. Snow wird den Kleinen jetzt einmal hochheben und dann wird sie für die ganze Familie Frühstück zubereiten. Oliver muss heute nämlich wieder ganz normal arbeiten und Naveen und Damon haben natürlich auch Schule. Sie wird einmal für die ganze Familie Speckersatz, Salat, Tomaten, Sandwich zubereiten. Die Sandwiches stellen wir am besten gleich mal auf den Tisch und da sitzen auch schon Naveen und Damon. Die werden sich auch mal ein Gericht nehmen. Heute nach Schule und Arbeit habe ich übrigens geplant, dass wir einen kleinen Ausflug machen. Und zwar findet heute der Sporttag des Footballteams statt, also ein Event in der Highschool. Und weil unsere Zwillinge am Sonntag schon zu Teenagern werden, würde ich es schön finden, wenn die beiden da heute gemeinsam mit ihrem Vater hinfahren, einfach um die Highschool schon ein wenig zu sehen und sich aufs Teenagerleben vorzubereiten. Und dann ist es auch schon soweit und alle müssen auf zur Arbeit und zur Schule. Und während Snow und Noah allein daheim sind, wird Snow jetzt einfach mal singen üben, denn ich hätte fast vergessen, dass wir das für die Challenge auf Level 10 bringen müssen und noch sind ihre Gesangskünste ziemlich bescheiden. Und ein paar Stunden später hat unsere Snow tatsächlich schon Level 3 erreicht. Wirklich besser klingt es tatsächlich nicht. Und ich glaube, sie hat mittlerweile auch genug vom Singen. Sie wird sich einfach mal um ihren Garten kümmern. Ich muss sagen, der Garten ist wirklich eine nette Einnahmequelle. Und wir brauchen wirklich jeden Cent. Immerhin kommen bald noch 3 weitere Kinder auf die Welt. Nun haben wir 15 Uhr und Naveen und Damon sind aus der Schule wieder zurück. Den beiden geht es tatsächlich unglaublich gut. Sie brauchen nur ein bisschen Spaß. Deshalb können sie ja ein wenig gemeinsam schaukeln. Auch wenn die beiden so komplett unterschiedlich sind, verstehen sie sich richtig, richtig gut. Tatsächlich sind sie gute Freunde. Aber zumindest Naveen hat auch noch jede Menge andere Freunde. Da gibt es einmal Jillian, dann haben wir noch Oscar und dann versteht er sich auch noch ziemlich gut mit Cinderella. Cinderella habe ich ja zufällig beim ersten Schultag der Jungs entdeckt und euch auch gefragt, was sollen wir mit dieser Information nun machen? Warum existiert da schon ein Kind, das Cinderella heißt? Die liebe Mona war der Meinung, wir sollten Cinderella adoptieren. Dann wäre sie das 7. Kind und wir können somit sicher gehen, dass es wirklich nur 7 Kinder werden und eben keine Mehrlinge entstehen. Aber Cinderella ist ja dann schon ein Kind und somit so alt wie Snows älteste Kinder. Und für die Cinderella-Generation wäre es schon wichtig, dass sie die jüngste ist. Was meint ihr? Aber nun haben wir schon 17 Uhr und Oliver ist auch von der Arbeit wieder da. Das heißt, wir werden jetzt zum Sporttag des Footballteams reisen. Naveen ist tatsächlich der Einzige, der am Footballfeld steht und begeistert den älteren SchülerInnen zusieht. Er geht jetzt einfach gleich mal zu Balthasar und wird sich bei ihm vorstellen. Der ist immerhin Mitglied des Footballteams und Naveen möchte
alles darüber erfahren. Er wird ihm jetzt erstmal ein von Herzen kommendes Kompliment machen und ihm einfach sagen, wie toll diese Uniform ist und wie gern er die auch hätte. Dann werden sie über Interessen reden und Naveen wird einfach sagen, wie sehr er sich für Football begeistert und dass er hofft, dass er irgendwann auch mal Mitglied des Footballteams sein kann. Und bald ist er wirklich unheimlich nett, deshalb bestellen sich die beiden zusammen jetzt auch noch etwas zu essen und Balthasar erzählt Naveen alles über die Highschool, über das Footballteam und gibt ihm eben Tipps und Tricks weiter, wie er schon im Kindesalter an seiner Sportkarriere arbeiten kann. Unser Oliver geht seinen Aufsichtspflichten tatsächlich gar nicht so nach. Er steht noch immer vor der Schule und tippt irgendwas auf seinem Handy und unser Damon macht das, was ein Damon eben macht. Er hat sich allein in den Musikraum der Highschool zurückgezogen und übt an einer Violine. Und ich möchte nun, dass unser Oliver ihn dabei entdeckt. Er wird jetzt einfach hier durch die Gänge der Schule schlendern, bis er hier aus dem Musikraum eben Geigenspielen hört. Er wird dann mal leise in den Raum gehen und dann sieht er hier, wie sein Sohn Geige spielt. Und natürlich überrascht ihn das ein wenig. Er hatte ja keine Ahnung, dass Damon das kann. Und mittlerweile klingt es gar nicht mal mehr so schlecht. Und nun hat Oliver eine Idee. Damon hat ja bald Geburtstag. Wie wäre es, wenn Snow und er ihm eine ganz eigene Violine schenken? Dann müsste er endlich nicht mehr nur in der Schule üben. Und mittlerweile haben wir tatsächlich auch schon nach Mitternacht. Oliver sollte mit den Jungs so schnell wie möglich nach Hause. Ich glaube, er will nicht, dass Massenpanik entsteht. Und zu Hause angekommen gehen Naveen und Damon sofort in ihr Zimmer. Snow steht nämlich vor dem Haus und hat sie anscheinend schon erwartet. Deshalb wird sie jetzt einfach mal hingehen und wird sich ganz kurz mit Oliver über die Erziehung streiten. Sie wird ihm einfach sagen, dass es nicht in Ordnung ist, mit den Kids erst so spät nach Hause zu kommen. Sie haben morgen Schule, sie haben viel zu tun und sie hat sich Sorgen gemacht. Daraufhin wird Oliver mit ihr eine tiefgründige Unterhaltung führen, sich einfach entschuldigen, sagen, dass sie recht hat und natürlich verzeiht sie ihm. Dann wird er ihr einen schnellen Kuss auf die Wange geben und dann müssen die beiden natürlich so schnell wie möglich ins Bett. Und wie wir auch sehr gut sehen können, Snow ist noch immer schwanger. Die Babys lassen sich eindeutig Zeit, die Wehen haben noch immer nicht eingesetzt. Aber tatsächlich kommt ein paar Häuser weiter gerade ein Baby zur Welt. Oh mein Gott! Wenn ich gewusst hätte, wie weh das tut, hätte ich niemals ein Kind bekommen. Was soll denn das? Das ist doch nicht normal. Aber ich glaube, es ist gleich vorbei. Hier ist das Baby. Zumindest ist es süß. Hier haben wir nun unsere nicht mehr schwangere Serena. Endlich kann sie in Ruhe Yoga machen, denn wer einen Butler hat, der muss sich ja auch nicht um sein Kind kümmern. Außerdem, möglicherweise fällt es euch ja auf, unsere Serena ist überglücklich, denn sie ist endlich auch wieder jung. Am Ende des letzten Parts hat sie ja eine Reise ins Magische Reich gemacht, dort einen Verjüngungstrank gekauft und was soll ich sagen, der hat blendend funktioniert. Serena ist wieder eine junge Erwachsene. Der Vorschlag des Jugendtranks kam von Rico und ja, eigentlich habe ich ihn natürlich mit Bestrebenspunkten gekauft, aber damit es besser in die Storyline passt, sagen wir einfach, sie hat ihn einer Hexe abgekauft. Und nach all dem Sport wird sich Serena jetzt einfach mal ein Schlammbad nehmen und darüber nachdenken, wie toll es ist, wieder jung zu sein. Warum kümmert sich denn der Butler nicht um unser Baby? Übrigens, unser Baby heißt Baby. Aber wenn Ryan schon mal da ist, kann er ja mal probieren, mit Baby zu reden. Dann wird er es einmal mit der Flasche füttern und ihm einfach ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum unser Baby Baby heißt, Serena findet das richtig cool und edgy und außerdem ist ihr nichts Besseres eingefallen. Also, wenn jemand von euch einen besseren Vorschlag hat, immer gerne her damit. Unser Ryan ist mit dem Namen Baby nämlich auch ganz und gar nicht glücklich.
Nachdem Baby jetzt nicht mehr schreit, wird er einmal die Flasche aufräumen und dann muss er aber ganz dringend unseren Butler tadeln. Der sollte sich ja um das Kind kümmern. Aber stattdessen hat er hier Mini-Hamburger mit Huhn zubereitet. Akito, das ist nicht cool. Bleib stehen. Wir werden ihn einmal tadeln und dann daran erinnern, dass er auf unser Kind aufpassen muss. Wer soll sich sonst darum kümmern? Etwa seine Eltern? Serena bekommt von all dem gar nichts mit. Sie sitzt in ihrem Büro und recherchiert im Internet über Vampire. Das ist nämlich eine Sache, die ich in den Kommentaren immer wieder gelesen habe. Ihr meint nämlich, der Jugendtrank ist ja nur temporär und wenn Serena zur Vampirin werden würde, dann wäre sie wirklich für immer jung. Also was meint ihr? Soll unsere böse Königin zur Vampirin werden?